Nach der Niederlage der Deutschen gegen die niederländische Nationalmannschaft ist Nordirland tatsächlich die einzige Mannschaft in der Gruppe, die noch ohne einen Punktverlust dasteht. Für die Deutschen geht es darum, hier alle Fragezeichen wegzuwischen, und so starteten sie hier auch besser rein. Marco Reus nimmt Schulz mit, Kimmich steckt gut zu Gnabry durch und McGovern muss direkt mal eingreifen und zeigt in der Frühphase, dass es auf ihn heute ankommen könnte. Das aber nun auch der erste richtig anspruchsvolle Gegner für die Nordiren. Gegen Estland und Weißrussland spielten sie jeweils zweimal in der Gruppe und setzen sich da durch. Hier dann der verdiente Führungstreffer für die Gäste. 29. Spielminute. Timo Werner wird richtig stark in den Lauf geschickt von Marco Reus. Und der RB-Stürmer fackelt nicht lange rum, schießt drauf, links passt er dann ins Eck hinein. Deutschland nun in der Defensive, aber etwas fahrig, das hat man schon gegen die Niederlande gesehen. Hier dann der Abschluss von Klostermann, aber abgefälscht. Dann waren sie rechtzeitig wieder zur Stelle. Die Nordiren hatten selber noch am Donnerstagabend einen Test absolviert. Gegen Luxemburg war es ein knappes 1:0. Sonderlich überzeugen konnten sie da aber auch nicht. Nun wieder Deutschland. Timo Werner kann den Ball lange treiben. Schickt dann Nico Schulz in den Strafraum. Der legt einmal zurück. Marco Reus mit einer guten Bewegung. Schießt ein. Und der gegen die Niederlande im zweiten Durchgang noch vom Platz genommen wurde, trägt sich hier in die Torschützenliste ein. Löw hat es natürlich gefreut. Mit 0:2 ging es dann in die Katakomben. Die verdiente Führung für Deutschland, vielleicht den Eintreffer von Marco Reus jetzt zu hoch, aber alles in allem ging das so in Ordnung. Die in grün gekleideten Gastgeber mussten jetzt mal was abliefern. Ferguson im 1 gegen 1. Behält Manuel Neuer die Übersicht. Der Schuss von Ferguson aber auch nicht wirklich gefährlich. Eckstoß für die Deutschen. Süle hält ihn mit Tah im Gefahrenbereich. Marco Reus zu Timo Werner. McGovern ist aber da. Zu zentral geschossen, dieser Ball. Vielleicht eine Standardsituation für die Nordiren. Von der linken Seite. Deutschland rückt nicht so richtig raus. Und Evans lässt sich nicht zweimal bitten. Eine Viertelstunde vor dem Ende waren sie dann doch wieder da. Wollten die erste Niederlage in der EM-Quali unbedingt abwenden. Doch sie kam nicht mehr nach vorne. Stattdessen nochmal in der 90. Minute Toni Kroos mit diesem schönen Freistoß an die Latte. McGovern fliegt vergeblich, ist aber dann rechtzeitig wieder auf seine Posten. Und so blieb es am Ende beim 1:2, das für die Deutschen auch in Ordnung geht. Nordirland war aber der erwartet schwierige und zähe Gegner, der eben knapp, aber verdient bezwungen werden konnte.